Ich denke, wir sollten wirklich mit dem Shamashtu-Kult beginnen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir... Nun... mit den Priestern der Grundmutter sofort interagieren sollten. Ja, aber hier ist das Problem. Haben die Heirater euch nicht gesagt, dass dieser Seeschlangenpriester sehr bestrebt sein wird, den Willen von Wurkraubs zu erfüllen? Oder habe ich hier etwas durcheinander gebracht? Nur weil er sehr bestrebt sein wird, kann man das nicht auch ändern? Nun, das wäre auf jeden Fall gut, dem vorzubeugen. Ja. Warum nicht? Unsere Kavallerie würden uns wahrscheinlich Scholarak ans Herz legen. Wie seht ihr unsere Chancen da? Nun, durchaus möglich. Beweist euch im Kampf gegen vielleicht eine Seeschlange und Scholarak und Brosrok werden euch zuhören. Naja, wir müssen ja auch nicht alle mit allen sprechen. Vielleicht kann ich ja Brosrok beeindrucken und eine Seeschlange töten und dann nicht mitkommen, wenn wir mit dem Seeschlangenpriester sprechen. Und vielleicht gelingt mein Plan mit den prophetischen Träumen ja wirklich. Und dann hätten wir einen weiteren. Und mit dem Gesandten der tiefen Tochter, vielleicht können wir damit tatsächlich genug Einfluss auf den Hohepriester der Shamashtu ausüben. Dann bräuchten wir nur noch einen weiteren. Und ja, ich bin ganz ehrlich, diese Namen sind nicht für mein Gedächtnis gemacht. Wer war der Stärkste, die Rivale des Herrschers? Dieser Herrscher klang nicht wie jemand, den wir auf unserer Seite haben wollen oder können. Vielleicht können wir jemanden damit, nun, mit dem Thron ködern. Ja, ich habe eine Frage. Sollte der Herrscher sein Ende finden, wie würden die anderen darauf reagieren? Sie würden wahrscheinlich ein Konklave einrufen und einen neuen Herrscher berufen? Naja, sie respektieren nur Stärke. Und vielleicht ein ritueller Zweikampf zwischen zwei Anwärtern? Naja, vielleicht als letzte Möglichkeit. Es würde zumindest sie ablenken. Nun, es muss auf jeden Fall jemand aus der entsprechenden Kaste sein. Ja, ich glaube nicht, dass wir so optisch sein können, zu sagen, Rafim fordert den Herrscher zum Duell und wird der neue Herrscher von Yel'Zugoth. Ich fürchte nicht. Ich glaube, dafür sind die Vorurteile gegen uns Mürbhäute doch zu stark. Nun, es gibt noch eine Option, die ich ins Spiel bringen möchte. Wir könnten den Herrscher auch ersetzen durch einen Doppelgänger. Ihr hört euch schon an wie Serpentilio. Ich fürchte auch, er färbt schlecht auf mich ab. Aber es wäre die einfachste und schnellste Option. Ich würde mich einmal umdrehen. Shrak, könntest du denn den Herrscher herausfordern? Du musst ja auch Teil der Priesterkaste sein, richtig? Das war ich lange Zeit. Krakon wurde vergessen. Aber du trägst Fremla. Erinnere sie an Krakon. Und ich könnte nachrücken. Ich könnte fordern. Wenn wir ein oder zwei der Ratsmitglieder überzeugen und Sharak dann den Anführer herausfordert, hätten wir vielleicht gar keine so schlechten Chancen. Ich hätte gerne mindestens drei Ratsmitglieder auf unserer Seite. Naja, der Wendehals wird sich dem neuen Herrscher unterwerfen, denke ich. Das also in jedem Fall. Sollten wir uns den Seeschlangen in Heireiter. Ich denke, sie sind unsere besten Möglichkeiten.
Nun, und wen sollen wir als Drittes anwählen? Naja, als Drittes haben wir dann ja Schrak. Der jetzt aber noch kein Priester ist und jetzt noch nicht im Rat sitzt. Nein, wir erinnern Sie erst an Kor. Er wird zum Priester. Wir haben drei vorher auf unserer Seite. Er tötet im Zweikampf den jetzigen Herrscher. Und dann haben wir vier. Das ist richtig, aber wer ist der Dritte, den wir auf unserer Seite haben? Den Heureiter, den Seeschlangenbeherrscher, Götzenanbeter, wie auch immer. Und der Wendehals. Nun, aber der Wendehals wird doch erst auf unserer Seite sein, wenn wir den Herrscher stellen. Wir brauchen doch aber drei davor. Dann den neuen Kraken. Naja, warum wollt ihr drei davor? Nun, das ist die Opposition. Das ist genau die Hälfte der Ratsmitglieder. Und wenn dann... Ich gehe davon aus, dass ein neuer Priester, ein neuer Kult vorgeschlagen werden muss im Rat und bestätigt. Und erst dann wäre er Teil der Priesterschaft und könnte den jetzigen Herrscher herausfordern. Dafür weiß ich nicht genau, wie das da unten funktioniert. Das mag so sein. Also ich würde zumindest mit dreien rechnen, aber... Ja, umso mehr wir haben, umso besser. Das ist eh die Wahrheit. Eine ganz wichtige Aufgabe, die wir noch erfüllen müssen, ist herauszufinden, wer der Gesandte Darian Panigans in dieser Gesellschaft ist. Den Spion. Das ist wahr, aber das ist für uns als Außenstehende vielleicht der schwerste Teil. Ich dachte, das wäre dieser Kapitän. Möglicherweise, aber wir wissen es nicht. Ja, und wenn er ein von der tiefen Tochter gezeichneter ist, dann dürfte das doch relativ einfach zu sehen sein. Das wissen wir auch nicht, ob er ein Paktierer ist. Aber muss man das nicht sein, um Kapitän einer Dämonenarche zu werden? Nicht zwangsläufig, nein. Nun, ich weiß es nicht genau, aber du bist doch der Archenspezialist, Abelmir. Du hast ja immerhin eine Arbeit darüber geschrieben, oder? Ja, genau. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Arche zu beherrschen. Das schwarze Schwert, der Splitter. Nun, beides wird er vermutlich nicht haben. Denn wir wissen ja, wo Splitter und Schwert sind. Nun, wenn er der also immer noch treu ist, dann wären auch für ihn der neuen Krake die Seeschlange gute Anlaufstellen. Und es kann sein, dass wir sofort auf ihn stoßen, wenn wir dorthin kommen. Wir könnten trotzdem den Schammerstuhl-Tempel wählen. Im Hinblick darauf, sollte die Sache eskalieren, können wir vielleicht den Punkt mit der Seeschlange abhaken und uns bei den Heiratern beliebt machen. Aber wenn ich dieser Gul'jubor wäre, dann gute Anlaufstellen. Außerdem ist er der Bruder von... Und wer war der andere? Naja, er war doch mit dem Herrscher verwandt, oder nicht? Und mit dem Hohepriester des neuen Kraken. Oder? Dann wird er das vermutlich als ersten Anlaufpunkt wählen. Ja, ich denke auch, dass das dann seine Operationsbasis sein wird. Dann solltet ihr euch am besten noch überlegen, ob ihr offen runtergeht oder verborgen. Also, ob ihr den Kampf wollt unter Wasser gegen Krakonia und vielleicht eine Seeschlange, später vielleicht im Duell. Oder ob ihr euch auf Tarnung spezialisiert und erst einmal als Zivilist noch runtergeht. Naja, eigentlich gibt es für mich nur zwei Optionen. Wir können nicht einfach als normale Bürger nach unten gehen. Was sollten wir da auch? Wir sind ja Oberweltler.
Das Einzige, was vielleicht wir machen könnten, ist Boltags Plan zusammen mit Abelmir umsetzen. Ihr beiden schleicht euch getarnt hinein, setzt Boltags Plan um und dann reisen wir morgen an. Das könnten wir natürlich machen. Wir sind gewissermaßen die Vorstoßtruppe, die eure Ankunft vorbereiten und ziehen gleich einen der anderen mit auf unsere Seite. Ja, alles andere halte ich für sinnlos. Wir sollten einen guten ersten Eindruck machen und direkt drei Krakonier zerreißen. Nun gut, dann bleibt nur noch die Frage, wem sollen Abelmir und ich diesen Besuch abstatten? Naja, Kapitana, ist das denn auch euer Wunsch? Ich habe das jetzt einfach mal so frech vorgeschlagen. Ich glaube, ein heimliches Vorgehen wird nicht zu realisieren sein. Zumindest nicht für die ganze Zeit unseres Aufenthalts. An irgendeinem Punkt muss das scheitern, denn wir sind nun einmal keine Krakonier. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wir haben auch keine Möglichkeiten, uns als welche auszugeben, wir oder? Wir müssen uns nur vor ihnen verbergen. Das liegt in meinen Möglichkeiten. Aber nein, meinte, ihr spricht an das vorbei, glaube ich. Was wir meinen, ist ein erster präziser Schlag von Abelmir und Boltax mit Boltax Traummeisterschaft oder wie auch immer das heißt. Und danach zeigen wir uns offen. Weil ich bin bei euch, wir werden das nicht lange durchhalten. Ich finde den Vorschlag klug, Abelmir und Boltax vorzuschicken. Auch wenn ich ein wenig um die beiden fürchte. Das Wasser ja doch fast irgendwie euer Element, Boltax, oder? Nun, ein bisschen. Mein Bruder, er wird mich schon beschützen. Naja, am Ende hängt es jetzt ja alles an Abelmir. Abelmir, glaubst du, du kriegst das hin? Ich denke schon. Naja, wenn nicht, dann werde ich für eure toten Seelen beten. Abelmir hat uns schon einmal damit gute Dienste geleistet. Erinnert ihr euch noch? Und falls nicht, müssen wir sehr schnell verschwinden. Auch das ist möglich. Ich traue es Abelmir voll und ganz zu, sich ungesehen dort zu bewegen. Dann, wer denkt ihr, wäre ein dankbarer Abnehmer für die Vision? Oder an wen könnt ihr euch vorstellen, nah genug heranzukommen? Wie wäre es mit dem Tempel des Quadrasil? Urmash Sul, ich sehe, glaube ich, der Hofvorsteher. Ja, könnt ihr mir sagen, wozu der nochmal gehört, diese Namen? Die sagen mir alle nichts. Es ist ein Froschgott, Quadrasil. Also ein Krakonier quasi. Naja, er scheint mir zumindest einer von denen, der mit am schwierigsten zu überzeugen sein wird. Also vielleicht keine schlechte Idee. Ich weiß gar nicht. Er hat diese seltsame Position, dass er immer anderer Meinung sein muss als der Herrscher. Wenn wir davon ausgehen, dass der Herrscher eher nicht auf unserer Seite steht, er sich zähneknirschend auf unsere Seite schlagen. Das ist natürlich gut. Dann sollten wir ihn vielleicht außen vor lassen. Mit dem Scheurakai werdet ihr vermutlich ebenso wie mit dem der Schachmasu zurechtkommen müssen. Das heißt, uns blieben hier nur noch der Hohepriester der Balana, der Pereine Verschnitt, aber der hat kaum Macht und ihn würde ich ausschließen. Wenn der Froschmensch ohnehin als Gegengewicht fungiert, wäre am sinnvollsten fast der, wie hieß es noch gleich, Jonaho. Ich denke, also wenn unser gesamter Plan darauf aufbaut, dass wir am Ende Sharak auf den Thron bringen wollen, du müsstest Gol-Jung oder wie er immer er nochmal heißt, Visionen einpflanzen, dass er diese Priester, dass er das unterstützt, dass wir Sharak einsetzen. Sharak
dann Wur Jomak tötet und er danach Schrak herausfordert. Weil er gehört ja zum gleichen Laich, also vielleicht können wir ihm ja irgendwie Machtfantasien einpflanzen. Das ist eine sehr gute Idee. Das kriege ich auf jeden Fall so hin. Denkt aber daran, dass ihr dort wahrscheinlich auch auf den Aachenkapitän stoßt. Nur als praktisches Problem, wenn es darum geht, nahe an ihn heranzukommen. Das ist mir bewusst. Aber ich denke, wir sind mittlerweile kompetent genug, um uns mit diesem Problem auseinandersetzen zu können. Naja, das wäre jetzt mein bester Vorschlag. Ich denke, der Rest wird sich erst ergeben, wenn wir da unten wirklich sind. Ja, und unsere Optionen für ein heimliches Vorgehen darüber hinaus sind, denke ich, sehr begrenzt. Ja, ich bin bei euch. Die werden uns ja sofort erkennen. Es sei denn, ihr wollt euch von Serpentillo in einen Krakon verwandeln lassen, was ich nicht voraussetze. Ja, ungern. Naja, aber dann sollten wir trotzdem auf die Nacht warten. Ich glaube, dort unten macht das wenig aus, ob Tag oder Nacht. Nun, wenn sie schlafen. Das ist richtig, aber wann schlafen sie? Das ist das Wichtigste für unseren Plan. Denn dann müssen wir ja zuschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihre Zeit nicht nach dem Mond richten, sondern eher nach den Gezeiten. Je nachdem, wie die Wellen stehen, schlafen sie oder wachen sie. Das Heimlichste, was mir noch einfiele, wäre es, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, einen Verbündeten ohne öffentliches Aufsehen zu gewinnen und dann von seinem Tempel aus zu operieren, eventuell durch ihn. Aber ja, ich befürchte, wir müssen uns offen zeigen. Ich habe keinen Zweifel, ihr beide werdet das schon hinbekommen. Dessen bin ich überzeugt. Naja, Scharak, könntest du mir sagen, wann die Herren da unten schlafen? Im Versatz, alle 8 Stunden. Wachen ja, gibt es immer. Ja, und wie tief liegt die Stadt? Wie tief? Ja. Direkt am Grund. Nee, aber wie viele Schritt hoch bis zur Wasseroberfläche? 6000 Meter tief. Wie lange halten unsere Elixiere? Solange wir nicht atmen, an Luft kommen, halten sie unbegrenzt. Ja, und das gegen die Kälte. Das weiß ich nicht. Da muss ich mich noch einmal bei Serpentilio erkundigen. Ich bin ja ein sehr guter Schwimmer. Kann ich eine theoretische Probe auf Schwimmen würfeln, um zu erfahren, wie lange ich denke, dass wir brauchen für 6 Kilometer? Also am besten wäre es, wenn du dich einfach mit Gewichten beschwerst und dann dich ziehen lässt. Ja, ich möchte das zeitlich einschätzen. Das ist halt mein Ding. Ja, also so das Tiefste, was du Apnoe irgendwie machen kannst, ist glaube ich 100 Meter. Dann ist Feierabend für Apnoe-Taucher, die das also wirklich beruflich machen oder Perlentaucher oder sowas. Tja, ich müsste jetzt wirklich überlegen, wie lang du runtersinkst, bis du auf 6000 Meter gehst. Da kommt wann, ob du jetzt rechnen musst, ob wir jetzt mit den verschiedenen Druckstufen rechnen müssen. Und normalerweise fetzt es einfach deine Lunge irgendwie ab der Tiefe, aber. Ja, also mit den Alchemikern würde das ja dann eben wegfallen. Ja, aber meine Frage ist halt, schwimmen wir da jetzt 4 Stunden nach unten oder 10 oder 12? Weil ich denke, umso tiefer du ja tauchst, umso schwerer wird es ja auch. Oder? Also du kannst ja ganz grob deine Geschwindigkeit mal nehmen, um in Metern zu rechnen. Und dann machst du einfach irgendwie eine Geschwindigkeit von, sagen wir, 8 Meter pro Sekunde. Wenn du eine Rüstung anhast, sagen wir einfach 6 Meter pro Sekunde. So 6 pro Sekunde mal 60 pro Minute sind 360 Meter in der Minute. Mal 60 Minuten sind 2100 Meter.
Also 3 Stunden? Kann das sein? Ich habe dabei mal den Ifernstrunk nachgeschaut. Der hält 3 Tage. Ja, okay, das ist also kein Problem. Das reicht schon mal. Denn ich, ja, also. Ich nehme nicht an, dass Serpentilio B-Qualität macht, also wir kriegen. Aber also ja gut, also 3, also ich meine, ihr so 3 Stunden taucht ihr runter, 3 Stunden taucht ihr hoch. Und 3 Tage hält der Trank, ne? Ihr dürft halt auch nicht länger als 3 Tage, weil sonst seid ihr instant tot. Naja, der Trank macht ihn, wir würden halt anfangen zu erfrieren. Also wir sind dann ja nicht instant. Es ist nicht der Wassertrank, es ist, dass wir uns wird nicht kalt trank, weil da unten wird es ja auch mörderkalt sein. Genau. Ja. Ja, genau, also ihr erfriert dann. Ja, aber da gibt es ja Möglichkeiten gegen. Ihr seid Mörb heute. Ja, genau, das ist unser Problem in diesem Moment. Hätte ich es denn für möglich, da wieder rauszuschwimmen? Weil ich meine, nach unten kriegen wir bestimmt hin, weil da kannst du dich einfach fallen lassen. Aber mal eben 6000 Meter nach oben zu schwimmen, das wird ja eine Mörderaufgabe sein, oder nicht? Ja, na klar. Also ich meine, mit ein paar Pausen bist du dann vielleicht 5 Stunden unterwegs, aber es gibt zumindest keine offiziellen Regeln für dreidimensionalen Aufstieg. Schwimmen nach oben, also weil, okay. Ja, was schwimmst du normalerweise? Vielleicht 50 Meter oder sowas, aber 6000 ist noch keiner. Du kannst eine Luftblase mitnehmen aus keine Ahnung was. Wenn, ich kann eine Luftblase erzeugen. Wenn wir unsere Söldner dann noch haben, können wir uns sowohl runter als auch rauf von den Haien ziehen lassen. Richtig, sehr guter Punkt. Dann geht das schneller. Die haben mal eine Geschwindigkeit von, weiß nicht, 18 oder 19. Ich sag nur Transversales. 6 Kilometer, ja. Das geht auch schneller. Ja. Aber runter musst du so oder so kommen. Ja, ist klar. Ja. Okay, also hoch und runter ist eigentlich kein Problem. Aber mir und das müssten eigentlich auch vorher ohne Probleme nach unten kommen, weil dann klappt das ja alles. Ich kann auch einfach zu dem Herrscher hingehen und Seelenwanderung machen. Mach ich natürlich nicht, aber wenn alle Stricke reißen.